Ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute geht es mal wieder um das erfolgreiche Altern bzw. das lange Leben, von dem wir alle träumen. Die Gruppe 90 plus ist bisher nie separat von anderen Altersgruppen untersucht worden. Und der Grund liegt auf der Hand, es gab nämlich einfach zu wenige von ihnen. Aber das hat sich geändert. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren um 30 Jahre verlängert. Um 1900 wurden die Menschen 49 Jahre alt im Schnitt. Heute sind es 79 und immer mehr schaffen es in die Gruppe der 90-Jährigen. Und das sind dann die Alten der Alten. Aber leben wir wirklich länger oder sterben wir nur länger? Die Gruppe 90 plus ist die in vielen Ländern am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe. Japan ist da etwas weiter, bei denen ist das schon die Gruppe 100 plus. Ja, die Japaner werden sehr alt, ne? Wie man weiß. Aber was weiß man eigentlich über diese alten Menschen? Es war bisher schwierig, Untersuchungen anzustellen, weil es halt so wenige gab. Und seit sich ihre Zahl vergrößert, gibt es bessere Möglichkeiten, etwas über das Geheimnis des erfolgreichen Alterns zu lernen. Die sogenannte 90-Plus-Studie liefert interessante Einblicke. Das Originalvideo findet ihr in der Beschreibung. Diese Studie läuft seit 1981 und hat schon ein paar sehr interessante Ergebnisse zutage gebracht. Untersucht wurden diverse Dinge und die Alten wurden nach ihrem Befinden gefragt. Wie 20 fühlt sich natürlich keiner von ihnen, aber so alt wie sie sind bzw. waren zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Also die waren gut drauf. Diese Alten wohnten in einer Seniorenresidenz in der Nähe von Los Angeles und alle Senioren aus dieser Residenz sind untersucht worden, sofern sie an der Studie teilnehmen wollten. Und in dieser Residenz wurden sie nicht nur verwaltet, sondern sie führten ein sehr aktives Leben. Dr. Claudia Kaywas verbringt schon seit vielen Jahren viel Zeit in dieser Seniorenresidenz. Sie ist Neurologin und Professorin an der UC Irvine Universität und hat in dieser Residenz eine Goldgrube an Informationen über den Alterungsprozess entdeckt. Hilfreich waren ihr dabei Unterlagen über Tausende von Bewohnern und ehemaligen Bewohnern der Residenz, die dort seit 1981 gesammelt werden. Es gab unter anderem detaillierte Informationen über ihre Ernährung, den Vitaminstatus, das Bewegungsprogramm und andere Aktivitäten. Erfasst wurden die Daten für insgesamt 14.000 Senioren. Und wer von diesen noch am Leben ist, ist heute über 90. Professor Kaywas bekam Forschungsgelder in Höhe von 6 Millionen US-Dollar und machte sich mit ihrem Team an die Arbeit. Zunächst wurde in Erfahrung gebracht, wer bereits gestorben war von diesen Teilnehmern und wann und wo und woran sie gestorben waren. Und das Angebot, sich untersuchen zu lassen, wurde von den noch lebenden Senioren gerne angenommen, weil sie selbst neugierig auf die Ergebnisse waren. Am Ende kamen 1600 Studienobjekte zusammen, die fortan alle 6 Monate gründlich durchgecheckt und befragt wurden. Alles war dabei von Interesse. Die Gesichtsmuskeln, die Reflexe, der Gleichgewichtssinn, der Gang, wie schnell sie aufstehen und sich widersetzen konnten und auch die kognitiven Fähigkeiten wurden genauestens unter die Lupe genommen. Die Teilnehmer ließen die vielen Tests gerne über sich ergehen, weil sie ja etwas über sich selbst damit herausfinden konnten. Die körperliche und die mentale Verfassung und ihnen einen Einblick in das Thema Langlebigkeit
geben konnte. Jedem ist klar, dass mit zunehmendem Alter Dinge nicht mehr oder nicht mehr so gut funktionieren wie in jüngeren Jahren. Aber das ist kein Hinderungsgrund für ein erfülltes Leben. Viele dieser Alten fahren noch Auto mit über 90. Einer fährt sogar eins mit offenem Verdeck. Er will die Mädels beeindrucken, sagt er. Naja, die Eitelkeit der Männer kommt scheinbar auch im letzten Lebensjahrzehnt nicht zur Ruhe. Aber es sei ihnen gegönnt. Die Alten gehen ins Fitnesszentrum und sind für die täglichen Ereignisse und Nachrichten offen. Einige haben sogar neue Lebenspartner. Und natürlich gibt es auch die, die mit 97 zum Beispiel nicht mehr so gut zu Fuß sind und nicht zu den Untersuchungen gehen können. Und wenn der Patient nicht zum Arzt kann, dann kommt der Arzt eben zu den Patienten. Die untersuchten Alten hatten alle einen erstaunlich klaren Geist und natürlich ein hervorragendes Langzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis lässt in diesem Alter irgendwann ein bisschen nach, was bei einigen dieser Teilnehmer auch zu sehen war. Aber mit 97 darf das vielleicht auch sein. Eine Studienteilnehmerin namens Ruthie bekommt ebenfalls Besuch vom Ärzteteam, aber nicht, weil sie nicht mehr laufen kann, sondern weil sie zu beschäftigt ist. Man weiß ja, dass Rentner nie Zeit haben. Sie saust die meiste Zeit mit ihrem minzgrünen VW Beetle von Termin zu Termin oder ist mit anderen Dingen beschäftigt und dann müssen die Ärzte halt zu ihr kommen, wenn sie mal Zeit hat. Viele Alte nutzen den Computer, erstaunlicherweise. Die Jungen unter euch können sich vielleicht nicht so richtig vorstellen, dass es für viele von uns die längste Zeit unseres Lebens keine Computer gab und dass wir das mit 40, 50, 60, 70 oder 80 erst lernen mussten. Und wenn man älter ist, fällt einem das nicht mehr so leicht. Man hat Angst, was falsch zu machen und. Ja, einige haben Angst, das Internet zu löschen. Ich meine, ja, es ist eine andere Welt gewesen. Ja, mit 70 noch zu lernen, wie ein Computer funktioniert, ist nicht jedermanns Sache. Eine andere Teilnehmerin, Jane, hat nicht nur ihren Computer überlebt, sondern auch ihren Ehemann und sämtliche Freunde und die Mitglieder ihres geliebten Bridge-Clubs. Aber gut, was ist denn nun das Geheimnis für diese Langlebigkeit? Wer gute Gene hat, kann sich freuen, das hilft natürlich ungemein, aber Gene sind nur Teil der Hardware. Janes Eltern zum Beispiel sind beide gestorben, als sie noch relativ jung war. Was nicht überrascht ist, dass Dinge wie Rauchen meistens zu einem frühen Ende führen und Sport und Bewegung die Gesundheit verbessern und damit natürlich auch das Leben verlängern. Schon 15 Minuten Bewegung am Tag machen den Unterschied. 45 Minuten sind optimal, allerdings sind 3 Stunden Bewegung nicht besser als 45 Minuten, also das könnt ihr euch sparen. Das Sportprogramm in Anführungszeichen muss auch nicht zusammenhängend absolviert werden, sondern kann über den ganzen Tag verteilt sein. Also zum Beispiel hier 15 Minuten marschieren zum Einkaufen oder so und da 20 Minuten Gartenarbeit. Abends vielleicht Tanz oder Gymnastik oder Spaziergänge mit anderen oder was auch immer. Mit Hochleistungssport oder einem stressigen Sportprogramm hat das alles überhaupt nichts zu tun, wie man sieht. Und man kommt immer mehr dahinter, dass gemäßigte Bewegung viel besser ist als diese Gewaltakte beim Sport. Aktiv bleiben ist die Empfehlung. Schon die ganz normale Hausarbeit sorgt
normalerweise für ein ausreichendes Bewegungsprogramm. Das ist doch erfreulich und kostet nichts. Und nebenbei wird das Haus dabei sauber. Ich mache das. Ja. Bücherclubs, Gespräche mit anderen Menschen, Gesellschaftsspiele etc. haben eine positive Wirkung auf die mentalen Fähigkeiten und das soziale Gefüge. Man fühlt sich dazugehörig und aufgehoben. Einsamkeit ist ein Faktor, wenn Menschen früh sterben. Und jede dieser Aktivitäten hatte seit 1981 einen positiven Einfluss auf die Lebenserwartung der Studienteilnehmer. Diese Menschen machen sich trotz ihres sehr fortgeschrittenen Alters keine Gedanken über ihre Gesundheit, erstaunlicherweise. Die einen sind einfach zu beschäftigt und den anderen ist es einfach egal. Für die meisten spielen weder Vitamine noch eine bewusste Ernährungsweise eine Rolle und sie waren durchaus auch keine Verächter von süßen Verlockungen oder einem Glas Alkohol. Einige nehmen Vitamine, andere nicht. So hatte man einen Vergleich und es stellte sich heraus, dass Vitamine so oder so keinen Unterschied machen. Zum Thema Vitamine hatte ich ein Video gemacht, das werde ich auch verlinken. Das ist sehr ausführlich und das Resultat ist, dass man mit Vitaminen im Großen und Ganzen nichts anderes produziert als teuren Urin. Es gibt ein paar Ausnahmen, Vitamin D zum Beispiel kann helfen, aber alles andere kann man sich sparen. Alkohol macht sehr wohl einen Unterschied, aber nicht wie man denken würde. Moderater Alkoholkonsum, also ein bis maximal zwei Gläser pro Tag, ist der Langlebigkeit zuträglich und reduziert die Sterblichkeit verglichen mit Nichttrinkern um 10-15%. Nee, also wir müssen jetzt nicht anfangen zu trinken, aber es zeigt doch, dass Alkohol vielleicht nicht ganz so schlecht ist wie sein Ruf. Also ich werde nicht damit anfangen. Ich mag Alkohol überhaupt nicht. Und ja, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann trinke ich mal ein Glas mit oder ein halbes, höflichkeitshalber, aber normalerweise. Und es ist vollkommen egal, welchen Alkohol man trinkt. Man denkt ja immer, Rotwein, ja, der hat einen guten Ruf, eine positive Wirkung auf die Gesundheit. Resveratrol ist da drin. Heißt das so? Muss ich mir nochmal nachgucken. Aber das stimmt nicht. Das trifft auf alle alkoholischen Getränke zu. Aha. Wieder was gelernt. Gute Nachrichten gibt es auch für Kaffeetrinker. 1-3 Tassen pro Tag haben einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Im Gegensatz zu gar kein Kaffee oder mehr als 3 Tassen. Auch interessant. Wenn diese Ergebnisse sich allerdings auf den typischen amerikanischen Blümchen- bzw. Bodensee-Kaffee beziehen, dann entsprechen die besagten 3 Tassen wahrscheinlich eher einer Tasse von der Sorte, wie wir sie kennen. Denn wer es nicht weiß, die Amerikaner, da ist der Kaffee sehr dünn, ne? Blümchenkaffee deshalb, weil man früher Sammeltassen hatte mit Blümchen und die konnte man durch den Kaffee sehen. Das war dann Blümchenkaffee und der Bodenseekaffee erklärt sich selber. Man kann den Boden der Tasse sehen. Ne? Bei den Gewichtsklassen stellte sich heraus, dass es im Alter wünschenswert ist, das Gewicht zu halten oder zuzunehmen. Aha. Wie bitte? Nee, ihr sollt jetzt nicht mit dem Schlemmen anfangen. Das ist jetzt nicht das, was ich damit sagen will. Und Übergewicht in jungen Jahren ist überhaupt nicht gut. Und Fettleibigkeit, egal in welchem Alter, sowieso nicht. Aber Untergewicht im Alter, und ich rede hier von 90+, ja, das betrifft von uns wahrscheinlich die allerwenigsten, wenn überhaupt. Untergewicht in diesem Alter ist auf keinen Fall empfehlenswert. Wenn Normalgewichtige im Alter dann ein paar Kilo zulegen, dann hat dies keine negativen Auswirkungen
aber es hat positive. Ein interessanter Satz der Professorin war: It's not good to be skinny when you're old. Es ist nicht gut, dünn zu sein, wenn man alt ist. Auch um die Fragen um Alzheimer und Demenz ging es in den Untersuchungen. Den meisten von uns geht es weniger um ein möglichst langes Leben, sondern eher um ein möglichst erfülltes Leben, ohne chronische Krankheiten, ohne Dutzende von Medikamenten und medizinischen Eingriffen und wöchentlichen Arztbesuchen und möglichst mit einem klaren Geist. Einige der Ergebnisse, die die 90-Plus-Studie zutage befördert hat, werfen ein total neues Licht auf die Fragen im Bereich Demenz und Alzheimer. Und die Professorin sagte, je länger wir leben, desto mehr Zeit haben wir, unseren Verstand zu verlieren. Und das sagt eigentlich schon alles. Diese Perspektive ist ziemlich angsteinflößend und war deshalb ein wichtiger Faktor in dieser Studie. Viele der Teilnehmer haben sich dafür entschieden, nach ihrem Tod ihr Gehirn der Wissenschaft für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu stellen. Und in einigen Fällen ist das schon geschehen. Und diese Untersuchungen haben eine große Bedeutung, weil die Veränderungen im Gehirn von Alzheimer-Patienten erst nach dem Tod wirklich eindeutig feststellbar sind. Vorher kann man das Gehirn scannen, aber es bleiben immer viele Fragen offen. Die Forscher wollten das Verhalten, das diese Menschen an den Tag legen, mit dem vergleichen, was in ihren Gehirnen vor sich geht oder ging. In den Fällen, wo die Untersuchung schon stattgefunden hat, weil die Teilnehmer inzwischen verstorben sind, gab es Überraschungen. Ja, da gibt es einige Überraschungen, ne? Bisher glaubte man, dass Menschen, die ohne Demenz das Alter von 90 erreicht haben, auch weiterhin von dieser Krankheit verschont bleiben. Diese Vermutung ist falsch. Es hat sich herausgestellt, dass sich ab ungefähr 65 das Risiko an Alzheimer zu erkranken alle 5 Jahre verdoppelt wurde. Das sind tolle Aussichten. Diese Entwicklung endet erst mit dem Tod. Wir werden also künftig mehr Menschen im Alter von 90 plus mit Alzheimer und Demenz haben, als im Augenblick in allen Altersgruppen zusammen. Aber gezeigt hat sich auch, dass das Leben trotz nachlassender mentaler Fähigkeiten weiter sehr lebenswert sein kann. Wem bewusst wird, dass er sich nicht mehr voll auf sein Gehirn verlassen kann, der sucht gewissermaßen nach einem Ausgleich. Man weiß vielleicht nicht mehr, welches Datum heute ist, aber die Erinnerungen an die erste Jugendliebe ist so lebendig wie eh und je. Deswegen reden Alte viel über die Vergangenheit, ne? Für euch, für diejenigen, die das schon gewundert hat. Ja, weil da haben sie klare Erinnerungen dran. Was gestern war, manche wissen nicht mehr, was sie zu Mittag gegessen haben. Ja, das wird schwierig. Die nachlassenden mentalen Fähigkeiten haben Frustpotenzial, denn diese Leute sind sich schon bewusst, dass es nicht mehr so ist, wie es war. Aber sie sind kein Grund zu verzweifeln, weil man mehr Zeit in der Vergangenheit verbringen kann. Zum augenblicklichen Zeitpunkt gibt es aber weder Laboruntersuchungen noch darstellende Verfahren, die uns Näheres über den Zustand unseres Gehirns geben könnten. Die Diagnose Alzheimer wird also gestellt mit einem Frage- und Antwortspiel, bei dem der Untersuchende versucht herauszufinden, ob das Gehirn des vor ihm sitzenden Patienten Probleme in 2 oder mehr Bereichen hat. Die Mediziner suchen auch nach dem für Alzheimer so typischen Plaque und Knäuel, die in den Gehirnen dieser Menschen entstehen. Andere Mitarbeiter durchforsten gleichzeitig die Akten der Teilnehmer auf der Suche nach Hinweisen, inwieweit der Autopsiebefund, also diese Plaque und Knäuel, die da gefunden werden,
und die mentalen Fähigkeiten der Studienteilnehmer zu Lebzeiten übereinstimmen. Und auch das ist wieder interessant. Einige Teilnehmer hatten zu Beginn der Studie ein sehr gut funktionierendes Gehirn, das im Laufe der Jahre aber abbaute. Es kam bei diesen zu den bekannten Szenarien, man verwechselt die Fernbedienung mit dem, die Fernbedienung des Fernsehers mit dem Handy oder man liest die Zeitung zum zweiten Mal, weil man vergessen hat, dass man sie schon gelesen hat. Wer solche Schwierigkeiten hat, hat Alzheimer. Oder? Das stimmt doch. Man erwartet bei diesen Menschen zum Beispiel ein Gehirn voller Plaque. Erstaunlicherweise wiesen 40% der untersuchten Alzheimer-Gehirne weder Plaque noch Knäuel auf. Sehr häufig zu finden ist stattdessen abgestorbenes Gewebe, das auf Mikroinfarkte hinweist. Ein Mikroinfarkt ist ein winziger Schlaganfall, von dem Betroffene oft gar nichts mitbekommen. Und diese Mikroinfarkte führen dazu, dass die mentalen Fähigkeiten immer weniger werden, weil immer mehr Gehirnareale beeinträchtigt sind. Und dann lautet die Diagnose Alzheimer. Ist es aber nicht. Ist zwar vielleicht genauso blöd, aber nee, das sind zwei Paar Schuhe. Findet man Hinweise auf einen Mikroinfarkt in einem Gehirn, dann kann man getrost davon ausgehen, dass es weitere gibt und in manchen Fällen sind es Hunderte oder gar Tausende. Und jeder einzelne dieser Mikroinfarkte hat zur Folge, dass die einzelnen Gehirnareale nach und nach immer weniger miteinander kommunizieren, weil die Verbindungswege unterbrochen sind. Logisch, oder? Kann man etwas tun, um diese Mini-Schlaganfälle zu verhindern? Ein mutmaßlicher Übeltäter ist niedriger Blutdruck. Ja, ihr habt richtig gehört. Und ich dachte immer, niedriger Blutdruck wäre gut. Ich habe niedrigen Blutdruck und ich war immer stolz darauf, dass ich mir keine Gedanken über Bluthochdruck machen muss, wie so viele andere, die dann Medikamente nehmen über Jahre und Jahrzehnte. Und ich dachte, das wäre gut. Aber nee. Das Ärzteteam konnte in dieser Studie feststellen, dass weder Vitamine noch Bewegung, Kaffee oder Alkohol die Entwicklung von Alzheimer zu verhindern in der Lage sind. Das Einzige, was sich positiv auswirkt, ist hoher Blutdruck. Oh, oh. Und wieder einmal steht die Welt auf dem Kopf. Ich sehe euch mit dem Kopf schütteln. Und mir ging es echt auch so, als ich das gehört habe. Und nein, das ist kein Verständnis- oder Übersetzungsfehler von mir. Wer es nicht glaubt, möge sich das Originalvideo ansehen. In der Beschreibung ist der Link. Allerdings, kleine Einschränkung, schützt dieser hohe Blutdruck die über 90-Jährigen. Jüngere Menschen mit hohem Blutdruck müssen leider weiter dafür sorgen, dass der Blutdruck runtergeht. Da ist das noch ein bisschen anders. Die meisten Untersuchungen im Bereich Alter und degenerative Krankheiten finden an Menschen statt, die 50, 60 oder 70 Jahre alt sind. Die Ergebnisse werden dann auf alle Altersgruppen übertragen, also auch auf die über 90-Jährigen. Und das ist ein großer Fehler, wie man sieht. Was mit 60 oder 70 zutrifft, muss mit 90 noch lange nicht richtig sein. Sehr interessant war, dass die Hälfte der Patienten, die ohne Alzheimer verstorben sind, trotzdem Plaque und Knäuel im Gehirn hatten. Also fassen wir zusammen, man kann Alzheimer-Symptome ohne Plaque haben und genauso kann man völlig symptomfrei sein und trotzdem Plaque und Knäuel im Gehirn haben. Knäuel, ja, das heißt wirklich so. Wie ein Wollknäuel, die verwurschteln sich dann. Haben Plaque und Knäuel also vielleicht gar nichts mit Alzheimer zu tun? Oder haben einige Betroffene nur gelernt, mit den Problemzonen umzugehen, sie zu umschiffen?
Von Schlaganfallpatienten weiß man, dass die Aufgaben abgestorbener Gehirnareale oft von anderen Gehirnbereichen übernommen werden und man hat den Eindruck, dass das Gehirn sich nach und nach selbst repariert, was es aber nicht kann. Die Forscher versuchen jetzt herauszufinden, wie sich diese Dinge erklären lassen und Plaque im Gehirn nicht immer gleichzusetzen ist und warum Plaque im Gehirn nicht immer mit Alzheimer gleichzusetzen ist. So. Vielleicht macht auch die Menge oder die Zahl der Plaque und Knäuel einen Unterschied. Oder die Zahl der Mikroinfarkte. Es gibt die Theorie, dass Plaque im Gehirn einen Schutzmechanismus haben, was wieder einmal alles auf den Kopf stellt. Ja, das ist so ein bisschen wie bei dem Cholesterin-Mythos. Vergesst, was ihr gelernt habt, macht das Gegenteil und dann habt ihr eine bessere Chance, gesund zu bleiben. Und vielleicht gibt es ja auch nicht nur einen Grund für diese Dinge. Ne? Wir haben das ja auch in anderen Bereichen. Krankheiten und körperliche Veränderungen können viele Ursachen haben und alles, für alles eine Erklärung finden zu wollen, ist gefährlich. Romanzen unter alten Menschen scheinen einem langen Leben zuträglich zu sein. Das Leben zu zweit ist nicht so langweilig und es macht mehr Spaß. Ich glaube zwar nicht, dass ich mit 90 noch Interesse an einem neuen Partner haben werde, aber für manche dreht sich alles um die Zweisamkeit. Ein verwitweter Teilnehmer mit neuer Liebe wundert sich, dass niemand sich für die Frage nach der Sexualität im Alter interessiert. Seiner Meinung nach hat diese einen sehr wichtigen Einfluss auf das Wohlbefinden. Ich möchte mal vermuten, dass die Sichtweise von Männern und Frauen sich in diesem Punkt sehr unterscheiden. Ich weiß nämlich aus gesicherten Quellen, dass viele Frauen im Alter null Interesse an Sex haben. Und wenn man sich vor Augen hält, dass zusätzlich alle in Frage kommenden Partner impotent sind, dann ist das vielleicht auch kein Wunder. Also zurück zum Thema. Ich bin gespannt, zu welchen Erkenntnissen die 90-Plus-Gruppe den Fachleuten verhilft und was der Rest von uns daraus lernen kann. Also ihr Lieben, lasst uns anfangen mit Wein. Ich wollte gerade sagen, mit Wein, Weib und Gesang. Wer das möchte, möge das tun. Mit Wein, Kaffee, Bewegung, sozialen Kontakten und leichtem Übergewicht. Und was danach kommt, das wird sich zeigen. So, das war's wieder. Ich verlinke die interessanten Informationen. Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai mit hoffentlich tollem Wetter. Und ich freue mich auf das nächste Mal.